Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich werde heute über die Lektüre des Mais reden, über den zweiten Teil und wünsche euch erstmal natürlich einen schönen Sommer. Ich hoffe, ihr hattet ganz tolle, warme letzte Wochen. Hier in Leipzig war jetzt heute der erste Tag über 30 Grad. Ich habe dementsprechend geschwitzt und tue das auch immer noch. Ich bin daher ja, vielleicht auch ein bisschen ausgelaugter als sonst. Aber ich freue mich, dass ich doch jetzt über die Bücher reden kann, denn wenn ich es nicht jetzt tue, dann verliere ich sie langsam wirklich vollends aus dem Blick, da es ja jetzt schon eine Weile her ist. Was will ich noch sagen? Ich weiß, dass einige Fragen noch nicht beantwortet worden sind. Das ist also auch noch ein Teil des Q&A offen. Ich werde das so bald wie möglich abdrehen. Im Moment drängen sich eher die Bücher auf. Außerdem will ich noch mal Werbung machen für unsere Leserunde, die ja bald hoffentlich stattfinden wird. Denn einige von euch hatten ja auch geschrieben, dass sie sich wünschen, dass wir doch mal gemeinsam einen Roman lesen und eben auch parallel besprechen könnten. Und das ist super. Ich habe auch große Lust darauf. Das macht für mich eigentlich die Lektüre-Erfahrung erst rund und richtig, mit anderen Menschen über die Themen und über die Sprache zu sprechen. Ich habe jetzt eure Vorschläge einfach mal zusammengefasst und ausgewertet. Und es gibt einen relativ klaren Sieger, das ist John Steinbeck mit Die Früchte des Zorns. Das werden wir also als ersten Roman der Leserunde belesen. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch nochmal eine zweite Runde. Aber jetzt erstmal John Steinbeck. Als Datum des Termins oder des Beginns, also als Starttermin, habe ich den 15.07. auserkoren. Das ist vielleicht etwas sportlich. Andererseits denke ich, hat jeder in 3 Wochen die Zeit, die derzeitige Lektüre noch abzuschließen und das Buch dann eben auch zu besorgen. Bei mir ist es jetzt auch noch nicht da. Aber ich denke, bis dahin, bis 15.07. sollte das möglich sein. Und dann drittens, achso, falls jetzt übrigens jemand sagt, er oder sie möchte unbedingt auch an der Leserunde teilnehmen, kann aber erst zum 1.8., dann könnten wir darüber auch nachdenken, es zu verschieben. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn es euch bis zum 15.07. nicht möglich ist oder ihr steigt vielleicht etwas später ein, das wäre ja auch machbar. Drittens noch die Frage der Plattform. Und hier hat die Kommentatorin Sophia dankenswerterweise eine Seite auf Discord erstellt. Discord kannte ich auch nicht, es ist einfach eine Kommunikationsplattform, man kann dort schreiben oder eben, wenn man eine Videokamera hat, auch über die Kamera am Handy oder am Laptop vis-à-vis den Kontakt aufbauen. Sophia, vielen Dank dafür, dass du das gewuppt hast. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Ich hätte es selber wahrscheinlich nicht so machen können. Ja, und das ist für mich auch eine Art Versuchsballon. Also ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Ich kenne mich technisch nicht besonders gut aus und das ist auch meine erste Leserunde, zumindest jetzt im Netz. Wir werden einfach sehen und uns hoffentlich da gemeinsam beratschlagen, wie viel wir am Tag lesen wollen und wann wir uns denn darüber unterhalten, ob wir das alle 2 Tage zum Beispiel machen oder einmal in der Woche oder ob wir je nach Lust und Laune einfach gerade unsere Gedanken und ja, vielleicht spontanen Wutanfälle in diese Discord-Seite stellen, schreiben, wie auch immer. Ich denke, das ist einfach etwas, was wir im Prozess erlernen und erfahren werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine rege Beteiligung. Ich freue mich sehr darauf mit euch. Also bald John Steinbeck, Die Früchte des Zorns, am 15.07. über Discord zu belesen. Ihr findet unten in der Videobeschreibung den Link zu Discord. Erstellt dann dort einfach ein kleines Profil mit eurem Namen und mit einem, wenn ihr das wollt, Profilbild, damit wir einfach wissen, mit wem wir denn gerade quatschen. So, dann geht es jetzt weiter zu den Büchern. Zunächst habe ich ein Sachbuch gelesen, ich habe das auch schon mal in die Kamera gezeigt und gehalten, Vergangenes vergeht nicht wie Rauch von Chang Yi, im 2001 Verlag erschienen und es kam auf Deutsch 2008 heraus. Übersetzt wurde es von Hans-Peter Hoffmann und Brigitte Höhenrieder. Der Untertitel dieses Sachbuches lautet Autobiografische Berichte über das Leben der Künstler und Intellektuellen in China unter Mao Zedong. Chang Yi ist die Tochter eines Dissidenten, eines Politikers, der in den 50er Jahren an den Rand gedrängt wurde, weil er sich einfach etwas kritischer gegenüber der kommunistischen Partei geäußert hat. Chang Yi, also der Vater von Chang Yi, hat auch noch einige Freunde und Bekannten, denen das gleiche Schicksal zuteil wurde. Es sind Politiker, es sind Schriftsteller oder Maler oder auch Angehörige des alten chinesischen Adels. Genau, und sie alle haben die Erfahrung gemacht, dass sie aufgrund verschiedener Äußerungen eben inkriminiert wurden. Sie wurden in die innere Emigration, also ins Exil, ins häusliche Exil geschickt. Sie mussten zu Hause bleiben, konnten nicht mehr teilnehmen am gesellschaftlichen Aufbau Chinas der 50er und 60er Jahre. Und dadurch sind diese Menschen wirklich gebrochen. Es sind meistens ältere Menschen, die eigentlich eine große Energie und Lust haben,
mitzuwirken, in der Öffentlichkeit auch aktiv zu sein und den politischen Alltag zu gestalten. Sie dürfen das aber nicht mehr. Sei es, weil sie fordern, dass es mehr als nur eine kommunistische Partei gibt. Sie sind also Demokraten. Sei es, weil sie ein Ende dieser Schauprozesse fordern. Sei es, weil sie die gängige Praxis der Selbstreflexion ablehnen. Also nicht nur Selbstreflexion, sondern der Selbstkritik. Eigentlich sind das alles demokratische Strukturen, die diese Menschen fordern, aber das ist natürlich Mao Zedong und seinen Schergen nicht angenehm. Denn hier, und das wird auch klar, geht alles um Parolen. Alle Leute, alle Bürger oder alle Menschen in diesem Land sollen eben mit einfachsten Parolen die 4 Wege, den Kapitalismus zu besiegen, die 13,5 Möglichkeiten, dem kommunistischen Nachbarn zu helfen, sollen darauf diszipliniert werden, eine ganz bestimmte Sichtweise auf die Welt und auf den Staat zu haben. Und diese Menschen, die hier eben an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden sind, teilen diese simplifizierenden Gedanken nicht. Ja, und was sie sich stattdessen aufbauen, ist so die alte Kultur Chinas. Also sie unterhalten sich dann, denn besuchen dürfen sie sich gegenseitig. Sie unterhalten sich über die alte Literatur, über Dichtkunst. Sie tragen sich Gedichte vor, sie trinken gemeinsam Tee und speisen gut und versuchen einfach über diesen alten kulturellen Wert eine Art Alternativleben aufzubauen. Etwas, was ihrer Machtlosigkeit im Hier und Jetzt entgegensteht und sie dadurch doch irgendwie wieder am Leben teilhaben lässt, auch wenn es eben um die Kultur geht. Das war für mich ein ganz erhebender Gedanke, dass eine alte, untergegangene Kultur auch im Hier und Jetzt noch eine Kraft spenden kann. Das finde ich sehr schön. Die Sprache ist relativ ironie- und witzfrei. Also es widerspricht so meinen bekannten Lektüreerfahrungen von mitteleuropäischen Autoren, die ja sich meistens dann doch distanziert und durch Ironie und Sarkasmus vom Thema häufig auch abwenden oder es zumindest von mehreren Seiten betrachten. Das ist hier nicht der Fall. Und durch die Wiederholung der verschiedenen Diskriminierungserfahrungen hat man doch auch repetitive Elemente, denn die Personen, die vorgestellt werden, die Zhang Yi kurz beleuchtet, die haben natürlich ganz ähnliche Erfahrungen gemacht und das wiederholt Zhang Yi dann aber auch. Es ist auch kein Einstiegswerk. Ich habe mich parallel doch auch immer wieder belesen müssen, wenn ich wissen wollte, was denn hier eigentlich geschieht, denn häufig werden Dinge nur benannt, aber nicht erklärt und mir fehlt dann einfach auch das Wissen. Ich kenne mich mit der chinesischen Geschichte, gerade der 50er und 60er Jahre, nicht gut aus. Es ist übrigens dann auch noch ein wichtiger Teil hier von 66, die Kulturrevolution. In dieser Zeit wurden die meisten Abtrünnigen und Staatsgegner dann wirklich auch verfolgt. Sie wurden gefoltert, ermordet oder in den Selbstmord getrieben. Auch das ist hier eine scheußliche Komponente. Das ist für mich also ein sehr wichtiges Sachbuch. Eins, das sprachlich nicht immer ganz einfach ist, aber das sich lohnt. Und ich gebe ihm 8 von 10 Punkten. Dann habe ich einen kleinen Roman gelesen, Die Ladenhüterin von Sayaka Murata. Murata, eine japanische Schriftstellerin, hat für diesen Roman 2016, glaube ich, den Akutagawa-Preis, also den renommiertesten Literaturpreis in Japan, erhalten. Im Zentrum steht eine junge Frau, die Keiko, sie ist auch unsere Ich-Erzählerin und sie hat die Besonderheit, dass sie emotional und sozial total unterkühlt ist. Sie will oder kann keinen Kontakt herstellen zu anderen Menschen, also sie hat keine richtige emotionale Hinwendung, sie will keinen Ehemann, sie will auch keine Kinder und sie hat zwar Freundinnen, aber das ist eher eine Zweckrelation. Also sie hat eher das Bedürfnis, nicht aufgedeckt zu werden in ihrer Unterkühltheit. Sie möchte ein integres und auch ein intaktes Mitglied der Gesellschaft sein und will einfach nicht als Außenseiterin auffallen. Deswegen hat sie sich auch in einer Form von Mimikry eine äußere Hülle aufgebaut, die sie aus Komponenten, aus Versatzstücken von ihren Nachbarn und von ihren Kollegen zusammensetzt. Also sie sagt, ich nehme vielleicht die Bewegungsart dieser Kollegin und ich nehme Mimik und Gestik von meinem Chef und von jener Kollegin übernehme ich mir dann vielleicht die besondere Artikulation oder meinen Wortschatz. Und so versucht sie einfach eine Art Cluster oder ein Zusammenspiel aus verschiedenen Personen in sich zu vereinen, um eben nicht aufzufallen als Außenseiterin. Und auf dieser sprachlich ganz einfachen Form bewegt sich der Roman auch. Also es ist das Normale, das, was die anderen Menschen eben so vor sich hertragen, das gewöhnliche gesellschaftliche Leben mit Ehemann, mit Haus, mit einem guten Job, mit den Kindern und das Unnormale. Und Keiko sieht sich eben ganz stark als Unnormale. Sie arbeitet übrigens als Aushilfe in einem Konbini, das ist vielleicht ein Supermarkt, so habe ich mir das übersetzt. Sie kennt diesen Konbini, sie weiß einfach jeden Handschritt und fühlt sich dort wohl. Sie weiß, wie sie ihre Kunden begrüßt, wie sie mit ihren Kollegen umgeht. Und obwohl Familie und Freunde sagen, das sei doch kein richtiger Job, denn es ist eher was für Studenten oder für ältere Menschen, fühlt sie sich dort wohl. Und sie will nichts anderes. Also sie ist in diesem
Sie hat etwas sehr klar Aufgebautes, also etwas Konstruiertes eigentlich, und fühlt sich darin aber nicht unwohl, möchte also einfach weiterleben und als normal anerkannt sein, obwohl sie auch in jeder Phase ahnt und weiß, dass sie das nicht ist. Sie lernt einen Mann kennen namens Shiraha. Der Shiraha ist auch ein Außenseiter. Er ist allerdings wütend und ja, spricht Tiraden aus über die Gesellschaft, denn er sagt, die Gesellschaft, die akzeptiert Männer nur dann, wenn sie reich sind, wenn sie schön sind, wenn sie stark sind, wenn sie ein Auto haben, wenn sie einen Job haben, wenn sie eine Frau haben. Und all das hat er nicht. Und jetzt sagt er, er will eigentlich nur eine Frau haben und dann wäre doch alles wieder gut. Aber solange das nicht passiert, lehnt er sich gegen die Gesellschaft auf. Und die beiden, ihr ahnt es vielleicht schon, überlegen, ob sie eine Zweckgemeinschaft aufbauen. Denn die Keiko glaubt auch, wenn sie einen Ehemann vorweisen kann, dann würde ihre Mutter und dann würden ihre Freunde sie auch endlich mal in Ruhe lassen mit den Fragen, wann denn endlich ein Kind komme und so weiter. Ja, ob sich diese beiden dann miteinander abgeben und wie die Beziehung sich entwickelt, das sei euch überlassen, denn ich denke, das ist schon ein Kern der Spannung auch. Mir hat einfach der grundsätzliche philosophische Gehalt gut gefallen, also die Fragestellung, wie wir eigentlich unsere Persönlichkeit aufbauen. Ich glaube, auch ich bin eine kleine Keiko und vielleicht sind das viele von euch auch. Zumindest partiell übernimmt man ja doch verschiedene Körperhaltungen oder vielleicht einzelne Vokabeln, manche Wörter, manche Phrasen, weil man weiß, dass sie klug klingen, weil man das selber gehört hat, wie intelligent sowas rüberkommt oder wie mächtig es wirkt, wenn man sich aufplustert, wenn man irgendwie seine Körperhaltung auch verändert. Also all das ist ja vielleicht auch übernommen. Und natürlich ist hier ein ganz besonderes Zusammenspiel und ein Verhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum aufgezeigt. Und ich kann wirklich auch verstehen, warum dieser Roman diesen bekannten, renommierten Preis gewonnen hat. Denn er hat mit einer einfachen Sprache doch ein relativ tiefes Fahrwasser an ja, philosophischer Reflexion. Und das hat mich zumindest über die Hälfte des Romans getragen. Es ist auch auf jeden Fall, also der Roman wiederholt sich. Das haben übrigens auch schon Anne und Sarah in ihren Rezensionen zu diesem Roman auch erwähnt. Ich stimme da absolut zu. Ja, man weiß irgendwann, okay, ich habe es begriffen. Ich weiß, wie Keiko tickt. Ich weiß, sie sind nicht normal. Shiraha ist auch der andere. Ich weiß, die Gesellschaft ist das Normale. Sie wollen nicht entdeckt werden. Ich habe das begriffen. Ich muss das jetzt nicht nochmal 80 Seiten lesen. Also es ist dann doch repetitiv. Aber das Ende hat mir wiederum sehr gut gefallen, weil ich es für letztlich sehr, sehr drastisch halte. Also es erscheint mir wie eine rigorose Kritik an dem geforderten Individualisierungsprozess. Denn wir haben uns daran gewöhnt, oder ich habe mich zumindest daran gewöhnt, dass Literatur und dass die Moderne generell darauf setzt, dass wir Menschen, dass wir Individuen uns wirklich so originär und quasi so genialisch zusammensetzen aus Dingen, die aus uns selbst kommen. Also wir wollen ganz authentisch sein. Wir wollen wenn wir etwas der Gesellschaft übernehmen oder aus der Gesellschaft übernehmen, dann nur, weil wir es geprüft haben, weil wir die Hintergründe verstehen, weil wir es bewerten und moralisch auch akzeptieren. Das macht die Keiko nicht. Sie übernimmt einfach nur, um einen Spiegel, um eine Spiegelfläche herzustellen, in der die anderen Menschen sich selber erkennen und das Normale erkennen. Und das ist im Prinzip, finde ich, dann doch eigentlich eine doppelt gewendete, relativ harsche, deutliche und intelligente Kritik. Denn sie entscheidet sich für ein Lebenskonzept, anders als der Shiraha, und ich möchte nicht genau erklären, was es ist, aber sie entscheidet sich für ein Lebenskonzept, das irgendwie provozierend wirkt, aber sie ist dabei glücklich. Und wenn man sich ernsthaft die Frage stellt oder wenn man darüber nachdenkt, warum Keiko am Ende glücklich ist, obwohl sie diesen Individualisierungsexzessen der Moderne eigentlich widerstrebt und sie eben nicht übernimmt, dann ist das, finde ich, eine gedankliche Bewegung, die auch über den Roman hinaus reicht und mit der man doch noch ein paar Tage beschäftigt ist. Also das habe ich genossen. Ich halte es, wie gesagt, etwas für zu lange hinausgezogen, sprachlich vielleicht auch nicht besonders. Hier will ich wieder die Übersetzung gar nicht schmälern, habe ich sie übrigens genannt. Also das weiß ich einfach nicht, das kann ich nicht abschätzen, übersetzt von Ursula Gräfe. Gut, deswegen gebe ich diesem Buch 7 von 10 Punkten. Ich habe diesen Roman sehr gerne gelesen oder gerne gelesen. Machen wir es so. Dann habe ich noch im Rahmen einer hiesigen Leserunde Maxim Billers 6 Koffer gelesen. Ich kannte Maxim Biller übrigens nur als Beteiligter des literarischen Quartetts, das ich auch nur am Rande erwähnt für die schwächste Literatursendung halte. Ich finde, da gibt es im Schweizer Fernsehen, aber auch im österreichischen und deutschen Fernsehen durchaus bessere Formate. Aber gut, ich kenne Biller als sarkastischen, cleveren, intelligenten Rhetoriker und wollte wissen, wie er schreibt. Ja, es ist der Roman einer Familie und die Frage nach der Schuld. Denn die Familie ist übrigens eine jüdische Familie. Da wird der Großvater 1960 im kommunistischen Prag offenbar verraten, vielleicht von einem Familienmitglied, und daraufhin hingerichtet. Und der Ich-Erzähler, der übrigens auch Maxim Biller selbst ist, der geht der Frage nach, was denn dort eigentlich 1960 geschehen ist.
Der Großvater hatte nämlich vier Söhne und die Vermutung liegt jetzt auf der Hand, dass einer dieser Söhne oder eventuell noch eine Ehefrau den Großvater verraten hat, um eigene Motive umzusetzen, um sich vielleicht etwas zu erkaufen im kommunistischen Reich oder um sich vielleicht die eigene Schuld zuzudecken oder was auch immer. Also man weiß es nicht genau, was denn geschehen ist. Mir hat sehr gut gefallen, dass es verschiedene Motive vielleicht der typischen jüdischen Literatur gibt, also das Diaspora-Motiv, dass alle verstreut sind über den Erdball, manche sind in Kanada. Wie gesagt, das sind ja vier Männer und deren Ehefrauen. Manche sind zeitweilig in Kanada, andere in der Schweiz, dann manche in Deutschland. Und es gibt auch einen Erzählstrang, der nach Moskau reicht. Das hat mir gut gefallen, auch diese doppelte Betrachtungsweise der Schuld. Wir haben ja bei jüdischer Literatur immer im Hinterkopf die Frage, was denn eigentlich die Deutschen den Juden angetan haben und wie man diese Grausamkeiten des NS-Regimes erklären kann oder wie man damit umgehen kann. Also erklären kann man es ja vermutlich jetzt in historischer Perspektive, das versucht er jetzt in belletristischer Weise nicht, aber wir wissen einfach, welche Schuld durch die Nazis den Juden angetan wurden oder welche Unrechte die Juden erfahren haben. Kann man Unrechte pluralisieren? Ihr wisst, was ich meine. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch eine Familienschuld. Und das ist eben eine doppelte Perspektive auf das Thema von Vertrauen, von einer Harmonie, die eben in der Familie oder auch in der Gesellschaft zerstört wurde durch ein Ereignis, durch etwas, was nicht mehr erklärbar ist, was nicht mehr gerechtfertigt werden kann, was man nicht entschuldigen kann. Das ist an sich einfach eine so kräftige Ausgangssituation, dass ich diesen Roman höchstwahrscheinlich, wenn ich jetzt einfach nur die Zusammenfassung gelesen hätte, begeistert empfangen hätte. Aber ich finde ihn nicht besonders gut. Übrigens mochten die meisten aus meiner Leserunde hier in Leipzig dieses Buch sehr, sehr gerne. Das will ich nur erwähnen. Ich mag es weit weniger. Das liegt zum einen daran, dass ich die Erzählkonstruktion erstmal clever finde, aber nicht so richtig zum Inhalt passend finde. Warum ist sie clever? Also wir haben hier einen allwissenden, einen auktorialen Ich-Erzähler. Das habe ich so noch nie gelesen, aber es passt natürlich dazu, dass der Ich-Erzähler ja auch Maxim Biller selbst ist. Der schlüpft also einfach in die Köpfe seines Vaters und in die Köpfe seiner Onkel, seiner Mutter. Er kann einfach alles betrachten und er weiß, wie jeder tickt. Das sind doch keine Reflexionen, das sind keine Annahmen und Versuche, sondern es ist der Ist-Zustand. Also der Ich-Erzähler ist hier wirklich auktorial. Das ist erstmal clever und bietet halt viele Möglichkeiten, aber ich finde, er lotet sie nicht aus. Denn ich möchte, oder um die Frage der Schuld in mir überhaupt emotional als relevant betrachten zu können, muss ich die Figuren kennenlernen. Und ich muss zum Beispiel mit dem Großvater mitfühlen. Ich lerne den Großvater überhaupt nicht kennen. Ich weiß nur, dass er sein Geld hinter dem Kühlschrank versteckt. Und das reicht mir einfach nicht, um den Großvater als eine Person kennenzulernen, dessen Hinrichtung mich wirklich interessiert und dessen moralische Verwicklung in der Vorgeschichte mich auch interessiert. Und das bezieht sich auch auf die anderen Figuren. Schaut mal, der Roman ist 180 Seiten dick und es gibt, vielleicht habt ihr mitgezählt, es gibt vier Söhne des Großvaters, es gibt die Ehefrauen, es gibt den Ich-Erzähler und der hat auch noch einen Freund. Das sind so viele Figuren, dass jeweils einer Figur vielleicht 5, 6 Seiten gewidmet werden und da wird dann auch häufig nur das Äußerliche beschrieben. Deswegen ist mir das zu konstruiert und ich immer wenn ich eine Figur gerade kennengelernt habe oder gerade so angesetzt habe, dann wechselt schon wieder die Perspektive und ich komme zu einer neuen Figur. Dann hat mir auch nicht gefallen, dass der Ich-Erzähler ja auf der einen Seite allwissend ist, dass er aber einen Freund hat und der wird dann immer Miloslav oder Jaroslav genannt. Also das ist eben etwas ganz Bewusstes, eine Widersprüchlichkeit, ein auktorialer Ich-Erzähler, der eben nicht weiß, wie sein Freund heißt. Und dann heißt es, ich ging mit meinem Freund Miloslav oder Jaroslav die Straße entlang und Miloslav oder Jaroslav kaufte sich ein Schokoladeneis. Und das ist eine Provokation, die ich schon als solche erkenne und eben als Spiel mit der Fiktionalität, die mich aber auf Dauer einfach davon abhält, die Geschichte so richtig zu erfahren und emotional damit zu gehen. Das Gleiche gibt es auch nochmal am Ende, denn es geht ja im Prinzip um die kriminologische Frage, wer den Großvater verraten hat. Und am Ende äußert sich dann die Schwester, es gibt da also wirklich mal einen Erzählerwechsel ganz am Ende, da äußert sich die Schwester von Maxim Biller und sagt, übrigens weiß ich, wer den Großvater verraten hat. Ich wollte es nicht sagen, aber ich werde es jetzt doch verraten. Es war so das. Und dann endet der Roman. Also wir haben auch die Auflösung nicht. Und das ist auf der einen Seite natürlich, finde ich, auch clever, weil man so die Schuldfrage nicht abschließend beantwortet, weil man nicht sagt, er war schuld und alle anderen sind fein raus. Also es gibt im Leser natürlich noch eine Nachwirkung. Auf der anderen Seite, finde ich, verweist Maxim Biller hier halt auch wieder darauf, dass er schreibt, dass er etwas konstruiert und dass er vielleicht den Leser dadurch auch provozieren möchte. Letztlich ist mir das einfach ein Zwitter. Ich finde, dass diese Schuldfrage so wichtig ist, aber dafür bräuchte ich Emotionen. Ich müsste die Figuren kennenlernen. Weil Maxim Biller aber gar kein Anliegen hat, die Figuren wirklich zu beschreiben und so ins Detail zu gehen, er möchte vielleicht kein Romancier sein, sondern er möchte knapp schreiben, deshalb nutzt er immer wieder seine Fiktionalisierungstendenz.
Tendenzen, aber das bricht sich miteinander. Ich kann mich auf nichts davon einlassen. Es ist für mich also ein clever konstruierter Roman, aber eben ein konstruierter Roman, den ich, also ich möchte Biller wahrscheinlich schon nochmal lesen. Ich schreibe ihn jetzt nicht ab, auf gar keinen Fall. Ja, so blasiert will ich jetzt auch nicht rüberkommen, aber ich konnte den Roman halt nicht genießen. Also ich, ja, es ist für mich so ein Fingerübungsspiel, ein Spiel, das mir zeigen soll, welche Möglichkeiten ein Schriftsteller hat, aber das wusste ich nun mal auch davor. Und jetzt über die jüdische Diaspora, über die Schuldfrage, habe ich nichts Neues gelesen. Ich konnte sie nur erkennen, weil ich diese Literatur sehr gerne lese und schon kenne. Deswegen bekommt der Roman von mir 5 von 10 Punkten. Danach habe ich noch von Elena Ferrante Meine geniale Freundin gelesen. Dieser Roman erschien im Original 2011 und auf Deutsch 2018. Übersetzt wurde er von Karin Krieger. Ich habe im Vorfeld auch schon sehr, sehr viele positive Meinungen zu diesem Roman gehört oder auch bei YouTube gesehen und wollte daher auch mal wissen, was es damit auf sich hat. Und daher bin ich voller Vorfreude, voller Neugier auf diesen Roman gestoßen. Es handelt eben von der Lebensgeschichte von Elena und ihrer Freundin Lila. Elena ist unsere Ich-Erzählerin und die beiden Mädels wachsen gemeinsam mit ihren Familien und gemeinsam mit weiteren Bekannten und Freunden in Rione auf. Rione ist ein ärmeres Viertelwohl in Neapel. Es spielt zu Beginn in den 50er Jahren. Wir wandeln gemeinsam mit diesen beiden Mädels zunächst mal durch die dunklen Gassen von Rione, durch die mafiös strukturierten Sozialbeziehungen. Also es gibt auch Gewalttaten. Es gibt einen sehr mysteriös und sehr dunkel gezeichneten Don Nachile, der offenbar die Machenschaften in sich zentriert, der so etwas wie der Angelpunkt des Viertels ist, auf eine negative, dunkle Weise. Es gibt dann eben auch Keller, Verliese, die man gemeinsam entdecken muss. Also es sind wirklich sehr schöne Entdeckungstouren, bei denen man diesen beiden Mädels über die Schulter schaut, beziehungsweise man erfährt das ja durch Elena. Im Verlauf des Romans entwickeln sich die beiden Mädchen. Wir sind daran beteiligt, wie sie in der Schule reüssieren, denn beide sind intelligent. Sie gewinnen erste Mathematikwettbewerbe gegen männliche Herausforderer. Es ist also, und das wird auch klar, eine sehr maskulin strukturierte Gesellschaft. Es ist eine Macho-Gesellschaft. Sobald sie älter werden, diese beiden Mädels, sobald sie attraktiver und aufblühen körperlich, bemühen sich plötzlich sehr, sehr viele junge Männer um sie. Und es wird klar, dass sie sich eben auch entscheiden müssen, was sie möchten. Möchten sie emanzipiert sein? Möchten sie selber eigentlich einen guten Beruf ergreifen oder wollen sie sich abhängig machen von einem Ehemann? Das ist eben auch ein Bestandteil davon. Für mich wesentlich war aber wirklich die Faszination, die von Lila ausgeht. Die habe ich gespürt, die habe ich ebenso wie Elena gefühlt. Denn Lila ist mysteriös. Sie ist mal sehr liebevoll, sie ist intelligent, sie ist kreativ, sie ist eigenständig. Sie hat aber offenbar auch eine sehr dunkle Seite, etwas animalisch Ungezügeltes, etwas, was man nicht kontrollieren kann. Und Elena begreift ihre Freundin manchmal nicht so richtig. Sie möchte sie begreifen und sie fühlt auch eine tiefe Verbundenheit zu Lila, aber sie ist ihr eben hin und wieder auch völlig fremd, wie ein Stern. Und das passt eigentlich ganz gut, denn es ist etwas, was man auch, also Elena himmelt ihre Freundin an. Mir hat dieser Roman deshalb so gut gefallen und er hat mich so tief berührt, weil ich mich dabei einfach sehr stark an meine eigene Jugend erinnert habe. Ich habe an Dennis gedacht, an Alex, an Leo, an meine Freunde, die mir auch allesamt sehr nahe gingen, die mir aber auch fremd waren. Und ich wusste nie so genau, was der nächste Tag bringt, was die nächste Woche bringt, weil man in diesen Strukturen, wenn man miteinander aufwächst, weil man viele Freunde hat, weil man einfach nicht genau vorhersagen kann, wie sich die Beziehungen verändern, wenn man vielleicht eine Woche lang mal sich seltener getroffen hat. Vielleicht ist in der Zwischenzeit ein großer Entwicklungssprung passiert. Und genau das passiert hier auch. Denn diese beiden Mädels haben natürlich auch sehr viele Freunde. Da ist Antonio, da ist Pascale, da sind andere junge Männer wie die Solaras, auch die ebenso vielleicht wieder mafiös sind. Manchmal sind die Geschäfte der jungen Männer auch im Grenzbereich der Legalität angesiedelt. Manche möchten einen Laden gründen, andere möchten Schuhe herstellen, um sich vielleicht wirtschaftlich zu etablieren. Wir sind hier also in einem Italien, das noch ganz klar auch katholisch geprägt ist. Alle teilen gemeinsame Werte. Also das Leben ist nur in der Sozialität denkbar. Das ist einfach ein so intensives Leseereignis für mich gewesen, weil es mich so stark an meine Pubertät, an mein Leben mit 14, 15, 16 erinnert hat. In einer Phase, in der man oder in der ich zumindest in keiner Weise Individualisierungsexzesse gefühlt habe, so wie sie vielleicht in der deutschen Literatur bei Hesse manchmal beschrieben worden sind. Und ich möchte das jetzt auch nicht ablehnend beurteilen. Aber da ist mir Elena Ferrante mit dieser sehr sozialen Sicht auf die Welt viel näher. Also dass das eigene Ich eigentlich nur in der Auseinandersetzung mit den Freunden, mit der Familie erst richtig aufglüht, erst entsteht. Also ohne die anderen bin ich gar nicht denkbar. Und das wird hier in jeder Zeile fühlbar, dass die Gemeinschaft nicht nur die Werte setzt, sondern dass die Gemeinschaft erst da die Persönlichkeit oder das Individuum eigentlich ermöglicht.
Und dadurch ist natürlich sehr vieles um Elena herum passiert und sehr vieles geschieht, sehr viele Figuren sind anwesend. Nicht immer sind die Männerfiguren auch ganz trennscharf voneinander zu unterscheiden. Also manchmal wusste ich auch nicht, wer war denn das nochmal, wer war das nochmal. Denn im Zentrum stehen schon Elena und Lila. Aber alle anderen haben nicht nur eine beischmückende oder ausschmückende Funktion, sondern sie sind ganz wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses der Entwicklung einer Persönlichkeit. Und das habe ich außerordentlich genossen. Denn das ist hier nicht immer harmonisch, sondern alles ist unklar und schön, alles ist dunkel, aber auch hell. Also es kann sich sehr schnell wandeln. Die Beziehungen im Viertel, aber auch vielleicht in der Familie, sind nicht festgefügt, sondern wandeln sich eben. Gerade in dieser ersten Phase des Lebens ist das ja auch massiv, wie schnell sich Dinge verändern. Was mir nicht so gut gefallen hat, und dabei beziehe ich mich eigentlich nur auf die Sprache, war die hin und wieder fehlende, beschreibende, lyrische, wirklich poetischer werdende Ebene, wenn die Elena zum Beispiel zum ersten Mal das Meer sieht, wenn sie zum ersten Mal auf Ischia ist, und ich hoffe, ich spreche diese Insel richtig aus, oder Ischia, denn sie sieht das ja wirklich zum ersten Mal und wir sind daran beteiligt. Und da wünsche ich mir einfach eine Beschreibung der Brise. Ich möchte wissen, wie sich ein Kuss anfühlt. Ich will wissen, wie die Pinienwälder klingen, wenn sie rauschen. Ich will wissen, wie sich die Gischt des Meeres im Gesicht anfühlt, wie die Farben des Sonnenuntergangs sind. Das mag jetzt kitschig klingen, aber das ist ja das, was Elena zum ersten Mal sieht. Und dass Ferrante dabei sehr nüchtern bleibt, finde ich total schade, denn ich finde, sie verschenkt ihr einfach so ganz viel emotionales, lyrisches Potenzial. Und so sprachmächtig wie sie ist, hätte sie das mit Sicherheit auch noch geschafft, mich da auch irgendwie in das Bild zu bringen und mir diese, wie ich ja weiß, wunderschöne italienische Landschaft auch nochmal vor Augen zu führen. Vielleicht ist Ferrante hier verwöhnt und sieht ja das, was sie eben beschreibt, auch immer vor sich. Aber ich hätte mir das eben wirklich gewünscht. Er gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Ich gebe ihm 8 von 10 Punkten, weil ich jetzt einfach noch nicht genau weiß, wie es sich entwickeln wird. Und ja, vielleicht sind manche Figuren da nicht allzu scharf gezeichnet, obwohl ich das wirklich einfach auch dem Thema geschuldet sehe und das auch passend finde. Übrigens, obwohl ich jetzt schon wieder lange dazu geredet habe, will ich trotzdem noch die Ausgangssituation noch mal kurz benennen, die ich für genial halte, denn Elena wird erstmal geschildert als eine ältere Frau, die zurückblickt auf ihr Leben. Sie hat nämlich erfahren, dass ihre Jugendfreundin Lila verschwunden ist. Und dann besinnt sich diese etwa 60, 70-jährige Frau auf ihre Jugendzeit. Und mit dieser Ausgangssituation schafft es Ferrante letztlich eigentlich alles zu ermöglichen, beziehungsweise sie schafft es, dieser Elena dann im rückblickenden Erzählen jegliche Freiheit zu belassen. Denn da sie zurückblickt, kann sie natürlich auch mit einer Reife auf vieles schauen, was diese jugendliche und kindliche Elena noch nicht reflektieren könnte. Also selbst wenn manche Passagen vielleicht etwas zu tief gehen in der im Verständnis für Sozialität, für Gewalt, dann wissen wir als Leser aber auch, dass es ja eben zum Teil auch der Rückblick ist und damit, das ist so eine clever konstruierte Rahmengeschichte, ja, dass ich einfach nur beeindruckt bin. Ich freue mich auf die nächsten Teile. Und abschließend habe ich dann noch Kaltenburg von Marcel Beyer gelesen und dieses Werk zusammenzufassen ist ein Husarenstück. Es ist für mich sehr, sehr schwierig. Das liegt an der verschachtelten Struktur. Es gibt eine Rahmengeschichte, es gibt innerhalb darum nochmal eine Binnenrahmengeschichte und dann gibt es eine Kerngeschichte. Und je nachdem, wie man den Schwerpunkt setzt, kann man sich auf die eine konzentrieren oder auf die andere Erzählebene. Die Rahmengeschichte bildet nämlich ein Gespräch des Ich-Erzählers, der sich irgendwann im weiteren Verlauf als Hermann Funk äußert oder benennt, mit einer Dolmetscherin. Dieses Gespräch findet offenbar in der Jetztzeit statt. Der Roman ist übrigens von 2008. Der ältere Hermann Fink redet mit der Dolmetscherin über Vogelarten, denn er ist genauso wie der titelgebende Kaltenburg ein Ornithologe, ein Vogelforscher. Er redet mit dieser Dolmetscherin also zum Teil über Vogelarten, warum ist jetzt gar nicht so wichtig. Zum Teil redet er allerdings auch über seine eigene Lebensgeschichte, über seine Biografie und auch über die Biografie von Kaltenburg, denn das war wie gesagt auch ein Vogelforscher. Der Ich-Erzähler kommt 1943 oder 44 mit seinen Eltern in den Wirren des Krieges nach Dresden und erlebt dort die Bombardierung Dresdens. Ich bin mir offen gestanden gar nicht sicher, ob das war 44, vermute ich. Und in diesem Inferno sterben nicht nur seine Eltern, sondern er erlebt, wie tote, gebratene Vögel vom Himmel regnen. Und das ist für ihn so traumatisierend, dieser erste Erkenntnisgewinn, wie schrecklich der Krieg ist und wie schrecklich sich der Krieg auch auf die Tiere, auf die Vögel auswirkt, dass ihn das nachhaltig beeindruckt. Kaltenburg ist auch zu Beginn schon ein Freund der Eltern, auch schon vor dem Krieg. Er wird dann auch nach dem Hinscheiden der Eltern zu so einer Art väterlichem Freund, auch zu einer Erziehungsfigur. Genau, und der Ich-Erzähler wächst also gemeinsam mit dem Kaltenburg in Dresden heran. Kaltenburg ist zunächst, das reicht dann auch in die Vorgeschichte, unter der
Nazi-Herrschaft, er war in der NSDAP und damit hadert er offenbar lebenslang. Es ist also auch ein Roman, der der Frage nachgeht, wie schuldig wir sind und wann unsere Schuld beginnt und ob wir sie vielleicht ablegen können, ob wir ihr Genüge leisten oder Genüge tun können, indem wir vielleicht das Gegenteil daraufhin tun, indem wir uns vielleicht einem kommunistischen Staat wie der DDR anschließen und dann im Sinne dieser Kommunisten handeln. Denn der Kaltenburg findet in der DDR dann nach dem Krieg schon auch seine Erfüllung und er glaubt an diesen Staat, an das gemeinschaftliche Staatswesen. Er möchte dem Staat auch dienen. Er gibt sich eben auch den verschiedenen politischen Führern hin, also wenn die ein Foto schießen wollen mit ihm in seiner Villa, in der ganz, ganz viele Vögel hausen und herumzwitschern und umherspazieren, dann macht der Kaltenburg das gern und lässt sich fotografieren. Der Ich-Erzähler Hermann beobachtet es, er ist eben auch beteiligt. Allerdings steht dazu im Widerspruch dann die Gewaltherrschaft Stalins, denn das erfahren die beiden auch. Und zu diesen beiden Männern gesellen sich dann auch noch andere Vogelforscher, Dokumentarfilmer wie Knut, die eben auch zum Teil politisch natürlich vereinnahmt werden, die aber auch einfach wirklich ihren Tierobjekten nachgehen und filmen wollen. Und für mich ist das, ihr kennt das vielleicht schon, es ist ein zeitlich, also nicht allumspannender natürlich, das wäre zu viel verlangt, aber ein Roman, der mehrere Jahrzehnte umspannt, der die 40er, vielleicht sogar die 30er Jahre beginnend einfängt und dann bis in die 90er, bis in die 2000er Jahre reicht. Er beleuchtet auch die NS-Zeit, er beleuchtet die Frage nach individueller Schuld, aber auch nach Familienschuld, nach Staatsschuld, natürlich was die Verbrechen der Nazis angeht. Dann geht es weiter in der DDR, er beleuchtet die Frage nach Bespitzelung. Es geht aber auch wirklich um Wissenschaft, es geht um sehr viele universitäre Kongresse, denn die Ornithologen, diese Vogelforscher unterhalten sich auch wirklich über Kolonien. Sie unterhalten sich darüber, wie man Vögel denn vielleicht dressieren kann, wie man sie entsprechend mit einem Clip versieht, um ihre Wanderungsbewegungen nachzuvollziehen. Also es ist, wenn man sich für Vogelkunde interessiert, ein Muss, denke ich. Und mich hat das sehr unterhalten. Ich finde, es ist thematisch eben fesselnd. Das sind so viele Themen. Dann auch noch das Gulag-System, das Arbeitslager, Stalin, wie gesagt, die Deportationen in den Osten, also in die sibirische, in die Arbeitslager. Das ist auch was ganz Wichtiges. Es ist für mich eben auch konstruiert, aber es ist clever konstruiert. Und diese Teile, die verschiedenen Rahmenerzählungen und die zeitlichen Ebenen, die ergänzen sich, die stützen sich so clever. Denn wir sind ja immer wieder auf der Erzählebene der Rahmenhandlung, dass der älter gewordene oder alt gewordene Ich-Erzähler dieser Dolmetscherin von Kaltenburg erzählt. Und dann ist natürlich immer die Frage, was ist denn mit Kaltenburg geworden? Wo ist er denn heute? Und das ist eine Frage, die mich zumindest beim Lesen weiterhin motiviert hat. Es ist... Ja, was habe ich noch geschrieben? Ach genau, ja, hin und wieder hat mir aber auch das Gefühl gefehlt. Also gerade weil wir einen Ich-Erzähler haben, hätte ich mir noch Gedanken gewünscht, Erlebnisse, auch individuelle Erlebnisse, die mal nichts mit Kaltenburg zu tun haben, die mal nichts mit Vögeln zu tun haben und vielleicht einfach Träume, Wünsche, Sehnsüchte. All das kommt mir ein bisschen zu kurz, gerade weil der Ich-Erzähler auch noch eine Frau kennenlernt und mit ihr dann gemeinsam eben auch zusammenlebt, hätte ich mir mehr Familien Momente gewünscht, also ich hätte gerne irgendwie so einen emotionalen Bezugsrahmen gehabt, hätte gerne gewusst, wie sich dieser Ich-Erzähler denn auch mal zu Kaltenburg positioniert, ganz unmittelbar. Ja, da ist am Ende übrigens auch noch um die Übersetzung von Marcel Proust geht, kann ich als bibliophiler Mensch mit diesem Roman kaum hadern. Abgesehen, wie gesagt, von der häufig fehlenden emotionalen Tiefe, ist das für mich eigentlich jetzt auch die Entdeckung des Mais, obwohl ich dem Roman auch nur 8 Punkte gegeben habe, hat er mich eigentlich am nachhaltigsten beschäftigt. Ich habe über sehr vieles davon nachgedacht und das ist eigentlich vielleicht das Wichtigste, dass Literatur nicht immer nur den Kopf bedient und nicht immer nur den Verstand auch animiert, sondern er hat mich wirklich auch mal horchen lassen. Denn wenn ihr jetzt horcht, wenn ich einfach mal still bin, dann hören wir diese Vöglein. Und ich habe mich während des Lesens in meiner Hängematte positioniert und habe einfach nur in der Hängematte gelesen am Balkon und im Hinterhof habe ich eine riesige Vogelkolonie. Ich weiß nicht, welche Tiere es sind, ich kenne mich leider immer noch ornithologisch zu schlecht aus, aber gerade in den Abendstunden fliegen diese Schwärme dann wie wild im Hinterhof umher und ich habe das mal aufgenommen und ich werde euch das einfach zeigen, wie schön es ist. Während ich Kaltenburg gelesen habe, habe ich dann Folgendes gesehen und gehört. Ein leises Klimpern, wie ich es unzählige Male in Kaltenburgs Haus vernommen habe, wenn eine Dohle sich still zurückgezogen hatte und irgendwo einen Gegenstand untersuchte. Ich höre, wie ein Dohlenschnabel in der Ferne vorsichtig auf einen lockeren Möbelbeschlag einpickt, höre eine Schraube zu Boden fallen, ich weiß, nicht mehr lange, dann wird auch das Messingstück mit einem Klirren auf dem Parkett landen.
Aber es ist nur der Armreifen von Katharina Fischer, der immer wieder das Besteck berührt, während die Dolmetscherin mit ihrer Serviette spielt. Jedes Mal, wenn ich eine Dohle sehe, faszinieren mich von Neuem ihre weißen Augen. Ja, und mit diesen kleinen Impressionen von Kaltenburg quasi in der Praxis möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, diese Zusammenfassungen haben euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bitte schreibt mir doch, falls ihr Lust habt, auf den Lesekreis, auf die Leserunde. Möchtet ihr mitmachen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf die bald beginnende Leserunde. Bis bald. Tschüss.